Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. Vorteilswelt der Salzburger exklusiv für Zahnproduktkombikunden. So funktioniert's. Neue E-Ladestation in der Stadt Salzburg und unsere Energiespartipps gehen in die nächste Runde. Wenn Sie Zahnproduktkombikunde sind, also mindestens zwei Produkte der Salzburger haben, dann können Sie unsere Vorteilswelt nutzen. Als Zahnkunde bekommen Sie obendrein auch noch andere Vergünstigungen, wie zum Beispiel zusätzliche Freistromtage. Dass Sie nicht im Regen stehen, sondern das Gefühl haben, jeden Tag wäre Ihr Geburtstag, das ist das Motto der Salzburger Vorteilswelt. Egal ob Shopping, Kultur, Sport oder Kulinarik, hier warten viele Vorteile auf Sie. Jetzt exklusiv für alle, die bei der Salzburger AG die Zahnproduktkombi nutzen. Wenn Sie jetzt sagen, das brauche ich unbedingt, das ist super, sensationell, genial, hervorragend, besten, super, genial, einwandfrei oder einfach nur smart, dann beginnen wir mal und jetzt alles der Reihe nach. Werden Sie Zahnproduktkombikunde? Laden Sie die Salzburger AG Vorteilswelt App auf Ihr Smartphone. Loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein und Angebot auswählen und bequem in der Vorteilswelt-App einlösen oder sichern. Zahnproduktkombikunde werden. Werden Sie Zahnproduktkombikunde und Sie erhalten Ihre Zugangsdaten für die Salzburger Vorteilswelt ein paar Tage nach Vertragsabschluss per E-Mail und SMS. Salzburger AG Vorteilswelt-App downloaden. Sie besitzen ein iOS- oder Android-Smartphone, dann laden Sie sich die Vorteilswelt-App im App oder Google Play Store herunter. Mit Ihren Vorteilswelt-Benutzerdaten einloggen. Im Anschluss melden Sie sich mit Ihren Vorteilswelt-Benutzerdaten in der Profilfunktion an. Danach können Sie Angebote auswählen und bequem in der Vorteilswelt-App einlösen oder sichern. Bestätigen Sie den Standortzugriff und dass Ihnen die App Nachrichten schicken darf. Somit sind Sie immer up to date. So, aber jetzt. Jetzt können Sie in die Vorteilswelt eintauchen. Auf der Übersichtsseite sehen Sie alle Angebote, die Sie übrigens auch sortieren können, entweder nach Kategorie, nach Ablaufdatum, Standort oder Preisvorteil. Nun wählen Sie Ihr gewünschtes Angebot aus. In der Detailansicht finden Sie Informationen zum Produkt bzw. zur Freizeitaktivität und wie der Vorteil eingelöst werden kann. Es gibt übrigens zwei Gutscheintypen. Neben Gutscheinen, die direkt beim Kooperationspartner vor Ort eingelöst werden können, zum Beispiel das Angebot von der Schafbergbahn, gibt es auch Angebote, bei denen eine Reservierung erforderlich ist, zum Beispiel das Angebot von der Pinzgauer Lokalbahn. Im Vorfeld wird der Gutschein über die Vorteilswelt-App gesichert und anschließend die Reservierung direkt beim Kooperationspartner vorgenommen. Das können Sie über die App erledigen, entweder Sie verschicken eine E-Mail oder Sie rufen direkt über die App an. Und zu guter Letzt gibt es noch die Profileinstellungen. Hier können Sie Ihre aktuellen Daten verwalten. Das ist aber auch etwas für die Sparfüchse unter Ihnen, denn hier sehen Sie auch, welchen Preisvorteil Sie schon durch die Vorteilswelt der Salzburger bekommen haben, also wie viel Sie sich schon gespart haben. Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie ganz einfach unseren kostenlosen Kundenservice unter 0800 660 660. Experten sind sich einig, dass der Elektromotor das Antriebssystem der Zukunft ist. Auch aktuelle Studien zeigen, dass bereits jeder zweite Österreicher über die Anschaffung eines Elektroautos nachdenkt. Die Faszination bei denjenigen, die jetzt schon eines fahren, ist nach wie vor ungebrochen. Ich muss ja sagen, ich fahre seit einem Jahr Elektroauto und bin ein absoluter Fan geworden. Bei uns dreht sich jetzt alles ums Elektroauto und bei der Ladeinfrastruktur kommt die Salzburger AG ins Spiel. Wir bieten bereits heute das dichteste Ladenetz im Bundesland Salzburg an und garantieren somit eine flächendeckende Versorgung. Dazu kommt, dass sich immer mehr Hotels und Gastronomiebetriebe für ein Elektroauto oder zumindest für eine Ladeinfrastruktur für ihre Gäste entscheiden. Ja, ich sage, bei uns ist generell Nachhaltigkeit und einfach ein Blick in die Zukunft immer wichtig und dass ein gewisses Umdenken stattfindet, sowohl was den Konsum von Speis und Trank betrifft, dass man mehr auf die Regionalität geht, auf heimische Produkte geht und deshalb haben wir uns gedacht, passt das wie die Faust aufs Auge, wenn wir Elektrotankstelle auf unserem Parkplatz für unsere Gäste zur Verfügung stellen. Dass der Strom der Salzburger AG zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt,
ist aber ein weiterer Grund, zu leiser und emissionsfreier E-Mobilität zu wechseln. Dadurch, dass man von der Salzburger AG den Strom, das Kabelfernsehen, Internet und auch Gas beziehen, war das einfach das Naheliegendste, dass wir uns in puncto Elektrotankstelle auch an die Salzburger AG wenden. Wenn auch Sie Ladelösungen für E-Autos benötigen, dann kontaktieren Sie uns einfach. Egal ob Gewerbebetrieb, Gastronomie oder Hotel. Im ersten Schritt muss einmal müssen die technischen Gegebenheiten einmal abgeklärt werden, ob es überhaupt möglich ist, hier eine Ladestation zu errichten. Das haben wir dann gemacht. Wir haben dann mit dem technischen Service eine Begehung gemacht und haben das dann im Anschluss dann auch so dementsprechend umgesetzt. Und bei dieser Ladestation handelt es sich um eine öffentliche Schnellladestation. Das heißt, wir haben die Leistung verdoppelt. Die Autos können jetzt innerhalb von 20 Minuten 200 Kilometer reingeladen werden, beziehungsweise können zwei Fahrzeuge mit 50 kW gleichzeitig laden. Entsprechend der Partnerschaftsvereinbarung zur Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050 bieten wir in Kooperation mit dem Land Salzburg auch allen 119 Salzburger Gemeinden die Errichtung einer Ladestation für beschleunigtes Laden an. Mehr dazu finden Sie auch auf unserer Webseite. Jedes Jahr im Herbst gibt es die sogenannte Almkanal-Abkehr, die heuer noch bis zum 28. September in der Stadt Salzburg stattfindet. Im Almkanal befindet sich übrigens auch das älteste Kraftwerk der Salzburger. Jetzt aber zuvor geht es einmal unter den Festungsberg. Der Almkanal ist das älteste Wasser- und Energieversorgungssystem Mitteleuropas. Dieser führt von der Königseeache bei Grödig in die Stadt Salzburg und mündet hier in die Salzach. Der Höhenunterschied von Grödig bis Salzburg entspricht 46 Meter. Pro Sekunde werden normalerweise 5500 Liter Wasser transportiert. In Salzburg-Nonntal auf der Rückseite der Festung ist der Einstieg für die sogenannten Almkanalführungen. Also wir sind jetzt an der geologischen Nahtlinie zwischen Festungsberg und Mönsberg. Das ist der Ausgang des sogenannten Stiftsarmstollens. Hier geht vom hangenden Stein kommend der Almkanal in die Altstadt. Und von hier teilt sich der Almkanal auf 5 Arme auf und mündet in die Salzach. Ist man mal drinnen, sieht man sehr schön die bewegte Geologie des Berges. Angefangen von kleinen Tropfsteinen, den sogenannten Stalaktiten und Stalagmiten. Bevor die Führungen Anfang September beginnen, gibt es noch eine genaue Prüfung des Stollens, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Es waren überhaupt im 18. Jahrhundert zwei große Erdbeben in Salzburg und da ist natürlich ein bisschen was kaputt geworden bei uns, weil wir finden zu diesen Jahreszahlen die meisten Renovierungsabschnitte hier im Stollen. Mystisch wird es spätestens dann, wenn man am Boden die geschliffenen Grabplatten sieht. Diese Platten stammen teilweise aus dem geschliffenen Friedhof vorm Dom. Auch die Festungsbahn wurde bis 1959 durch ein Pumpenrad mit dem Wasser der Alm betrieben. Und dieses Pumpenrad hat Wasser auf die Festung hinaufgepumpt und die alten Waggons der Festungbahn haben vorne eine Spitze gehabt und eine Auffangmöglichkeit für das Wasser. Dadurch wurde die Festungsbahn schwer und hat die unten war, heraufgezogen und die Schwere ist heruntergefahren. Die Klimaanlage des Festspielhauses wird nach wie vor durch den Almkanal betrieben, sowie das Notstromaggregat der Salk. Auch die Salzburg AG betreibt nach wie vor ein Kraftwerk im 12 Kilometer langen Kanal, das Kraftwerk Eichetmühle bei Grödig. Dieses Laufkraftwerk ist das älteste Kraftwerk der Salzburg AG und wurde im Jahr 1899 erbaut. Bis zum 28. September kann man sich noch gegen Vormeldung bei einer Almkanalführung anschließen. Und weil wir gerade bei der Freizeitgestaltung sind, zeigen wir Ihnen jetzt noch eine schöne Wanderung am Wolfgangsee. Unser Ausflug beginnt in St. Gilgen am Wolfgangsee, wo Sie bequem mit der Wolfgangsee-Schifffahrt alle Stationen rund um den See anfahren können. So können Sie nach einer kurzen Überfahrt St. Wolfgang und beispielsweise das berühmte Weiße Rössel besichtigen. Oder Sie fahren gemeinsam mit Freunden oder Familie auf den Schafberg. Direkt von der Anlegestelle St. Wolfgang-Schafbergbahn können Sie mit der steilsten Zahnradbahn Österreichs auf den Berg fahren. Die Fahrt ist imposant, außerdem genießen Sie einen traumhaft schönen Ausblick über den Wolfgangsee. Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Einerseits können Sie bei der Haltestelle Schafbergalm aussteigen, um auf die Spitze zu wandern. Andererseits können Sie gemütlich bis zur Bergstation auf 1732 Metern Seehöhe fahren.
Von dort führt ein kurzer Weg bis zum Hotel Schaffbergspitze, übrigens das älteste Berghotel Österreichs. Hier haben Sie einen atemberaubenden Ausblick auf den Wolfgangsee, Mondsee, Attersee und Traunsee und einen herrlichen Rundblick von Böhmerwald bis zu den Alpen. Zurück bei der Schiffsanlegestelle können Sie noch den ganzen See von St. Wolfgang über Strobel, Fürberg bis zurück nach St. Gilgen abfahren. Natürlich können Sie jederzeit aussteigen, die Orte besichtigen und mit einem Anschlussschiff weiterfahren. Das Ende unserer Rundreise ist wieder in St. Gilgen. Alle Informationen zu Wanderungen sowie die Betriebszeiten der Wolfgangsee-Schifffahrt und Schafbergbahn finden Sie im Internet. www.schafbergbahn.at. Jeden Montag gibt es die sogenannten Lifehacks der Energieberatung auf unserer Facebook-Seite, die wir Ihnen natürlich auch hier zeigen wollen. Es geht jeweils um einen nützlichen Tipp rund um die Energieeffizienz. Wie Sie in der Küche 30% mehr Energie sparen können, das zeige ich Ihnen gleich. Ein Deckel auf dem Topf spart bis zu 30% Energie und lässt das Wasser schneller kochen. Alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Facebook-Fanseite, auf YouTube und unter www.salzburg-ag.at.